Ja, hallo zusammen, Hour of Prayer. Hier sind wir, genau, aus Ja. unserem wunderbaren Studio vom ICF Zürich im Office. Ja, ganz neue Umgebung, aber die gleichen Personen. Absolut. Hey, schön, seid ihr dabei, auch die nächste Stunde mit uns zusammen zu beten. Der Hour of Prayer haben mega viele gute Rückmeldungen bekommen von Menschen von Österreich, von der Schweiz, von Liechtenstein, von Deutschland, von all over. Das ist mega ermutigend, einfach zu wissen, dass man mit einer solchen einfachen Kamera und YouTube und Technologie einfach so verbunden sein kann. Einfach spektakulär. Genau, und heute geht es um Beziehungskonflikte und das ist ja gerade in dieser herausfordernden Zeit könnte ein Thema sein. Und Genau. deswegen wollen wir da ein bisschen durchgehen und auch mit euch zusammen durchbeten. Du kannst auch im Chat einfach deine Gebetsanliegen auch reinschreiben, dann werden wir ab und zu mal eins dann nehmen und ganz konkret auch beten. Und du hast vielleicht eine Frage, du denkst, das würde mich wundern nehmen, wie ihr das seht oder was es auch für konkrete Lösungen gibt. Wir sind ja grundsätzlich auch unterwegs in Beziehungen. Ehe ist eine Beziehung, Familie ist eine Beziehung, Church ist eine Beziehung, Freundschaft ist eine Beziehung und das ist eigentlich ein mega großes Thema. Ja, und Leo, du hast ja am Sonntag darüber gepredigt und ein super Bild gebracht, das hätte ich gerne noch mal gesehen. Ein Bild, wie denn das Hirn von einer Frau und wie das Hirn von einem Mann funktioniert. Also ich mal das mal ganz kurz. Soll ich Es sie halten? ist ganz ein einfaches Bild und es ist mega wichtig, es ist nicht wertend, das muss man immer ganz, ganz bewusst auch sagen. Das so halten, weil jemand schon sagt, es wäre schöner, man würde das nicht untereinander, sondern nebeneinander. Beides hat dann auch doch eine große Wirkung. Man sagt so, ja, das ist das Hirn von einem Mann und das ist das Hirn von einer Frau, gleich Gleich groß. groß, genau das ist richtig. Man kommt ein Impuls von außen rein, beim Mann oder bei der Frau. Und Männer haben so Boxen oder Kästchen. Wir denken immer in eine Box zum Beispiel, und das kann sein Essen, mir gibt es eine Box, das ist Arbeit, es ist eine Box Fußball zum Beispiel, es gibt eine Box Sex zum Beispiel. Hast du am Sonntag noch Ja, hier ist gesagt? auch den Glauben auch noch rein. Und es gibt hier in der Mitte eine Box, die heißt Nichtsbox. Und das ist ein Phänomen, wo viele Leute lachen, weil wir Männer haben wirklich so eine Box, dass wir an nichts denken können. Und das ist für viele Leute unvorstellbar. Die Nichtsbox bedeutet einfach, man kann auf dem Liegestuhl drin sein, rausschauen und man denkt an nichts. Und man sieht zwar etwas, aber es sagt dir nichts. Und das ist eigentlich eine Begabung, die Gott uns Männer gegeben hat. Also, ja, es ist eine Begabung. Und es bedeutet auch, dass wir Männer alles immer wieder in diesen Boxen erklären. Zum Beispiel, es gibt das Bienenprinzip. Ja, das liebe ich eben. Dieses Prinzip zeigt so viel Wenn auf. eine Biene vorbeifliegt, dann macht das männliche Hirn ab, macht das in Box. Also in welche Box gehört dann die Biene? Dann sagt der Mann, Biene, ist das Essen? Nee. Nein. Biene, ist das also Arbeit? Nee. Biene, Fußball? Nee. Biene, Sex? Nee. Biene, Glauben? Nee. Und dann sagt er, okay, das passt da nicht rein, kommt die Biene in die Nichtsbox. Und dann fliegt die Biene weg und das hat keine Bedeutung. Und das ist so, wie das männliche Hirn funktioniert. Und ich finde es einfach spannend, weil mir haben gesagt, Gott hat uns Menschen verschieden kreiert. Wir sind gleichwertig, das ist richtig gleichwertig, aber wir sind nicht gleichartig. So funktionieren die meisten Männer. Es ist ein Klischee, aber es hat das Klischee funktioniert für viele, viele Männer. Und dann bei den Frauen ist es eben anders. Es kommt ein Impuls von außen rein. Und dann funktioniert das Hirn einer Frau so. So, es ist kreuz und quer und Frauen verbinden alles immer mit allem. Das ist für uns Männer eine Begabung. Wie macht ihr dann das? Ja, Es hat alles eine Verbindung. darf ich das Beispiel erzählen? Das hat mir so gefallen. Genau, du kannst es behalten. Also bei der Frau würde ich auch eine Biene reinfliegen, aber wir denken an Biene, Honig, oh, der Brotaufstrich fehlt, ich muss noch Brot einkaufen und beim Einkaufen muss ich noch zur Post gehen, genau, und dann gehe ich ja mit dem Auto und dann muss ich gerade noch Benzin holen und alles, wie hast du gesagt, alles ist mit allem connected. Frauen ist, also man verbindet alles mit allem. Es hat alles immer eine Geschichte. Und das ist für uns Männer mega spektakulär, weil
Wir kennen das nicht und umgekehrt auch nicht. Und warum beginnen wir mit diesem Bild? Es ist ein Klischee und es gibt natürlich auch andere Bilder, wo man das erklären kann. Gibt es auch introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen, alle diese verschiedenen Tests und Charaktereigenschaften, die es gibt. Und das sagt mir bereits schon, dass in einer Beziehung schon von Anfang an schon Konfliktpotenzial einfach da ist, weil man schon verschieden ist. Also wenn man, du sprichst Chinesisch oder Chinesisch und ich spreche Schweizerdeutsch, das sind zwei verschiedene Sprachen. Genau. Und mir sagt das, dass ich, dass du einzigartig gemacht worden bist. Und das wäre mein erstes Gebet, dass ich gerne beten möchte und Gott einfach Danke sagen, dass jeder von uns, wo du jetzt zuhörst, ob Mann oder Frau, du bist einzigartig geschaffen. Und in Psalm 139, Vers 13 bis 16 sind so schöne Verse verwendet, wenn es darum geht, wie wir kunstvoll gebildet sind. Und ich möchte das einfach als Gebet für uns alle jetzt vorlesen. Du kannst dich einfach damit hineinversetzen und mit diesen Versen mitbeten in deinen Gedanken. Vielleicht kennst du sie, vielleicht hast du eine Bibel vor dir, kannst du sie aufschlagen, laut vorsprechen, aus Dankbarkeit, dass du und ich einzigartig gemacht sind. Gott, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dafür, dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Amen. Was ich wichtig finde, wenn wir für verschiedene Anliegen beten, für Beziehungsanliegen beten, und wenn man dieses Bild es so sieht, und was wir reden gerade in Gebeten zusammen, dann ist mir wirklich so ein Gedanke gekommen, also dass das einfach weiß, das habe ich nicht alles, was wir machen, haben wir vorbereitet, sondern lass uns wirklich vom Heiligen Geist inspirieren. Wir haben Bibelstellen und so, aber es ist wirklich so eine Inspirationsstunde, ist mir, wo du gebetet hast, in den Sinn gekommen. Ich glaube, das allererste, wichtigste überhaupt, wenn es um Beziehungskonflikte geht, dass du dich liebst, wie du bist, weil was mir auffällt, für mich selber gesprochen, wenn ein Konflikt in meinem Leben entsteht, und das entsteht ab und zu, gibt es Konflikte, dass ich das sehr oft persönlich nehme und es greift sehr, sehr oft dann auch meine Identität an, und dann habe ich das Gefühl, ich bin schlecht, ich bin bla bla, und dann kommt, du kennst das, da geht so ein Kino ab in den Gedanken, und ich finde mega, mega wichtige Dinge gesprochen werden in dem Sinn. Das kann mega verletzend sein, es gibt auch Taten, die sind mega verletzend, und sehr, sehr oft, was dann geschieht, leider, ist, dass das etwas macht in deiner Seele, in deinem Herzen, nach deinem Geist. Und ich möchte jetzt ganz bewusst am Anfang einfach beten, dass du dich als eine Schöpfung Gottes, einfach, dass du das mal zelebrierst, du bist ein Wunder. Und wir sind nicht ein Wunder, weil wir perfekt sind, wir sind schon mal ein Wunder, weil Gott wollte uns. Und wenn du gewollt bist, bist du auch geliebt, du bist auch versorgt von diesem Gott im Himmel. Nicht einfach sagt, ja, jetzt musst du selber schauen. Und ich möchte einfach, wenn wir so über das Konfliktpotenzial sprechen, ich möchte jetzt einfach mit dem ersten Gebet beginnen, dass du einfach im Gebet einfach aussprichst, lieber Gott, ich danke dir, dass ich bin kunstvoll gebildet, du hast mich einzigartig erschaffen, du hast mich gewollt, das war nicht mein Gedanke oder meine Idee gewesen, sondern du hast bestimmt, wer mich auf diese Welt bringt, wo ich auf die Welt komme, in welchem Land, in welchem Dorf, in welchem Setting, all das habe ich nicht aussuchen können und zum Glück nicht. Das hast du, Gott, für mich gemacht, und ich bin dir so dankbar, dass ich wirklich einfach schon mal weiß, ich bin geliebt. Ich habe einen Mega-Fan, ich habe einen Fan-Kreis, ein Fan-Team, das bist du Gott, du Vater, du Heiliger Geist und alle Engel,
die es im Himmel gibt. Die sind schon mal meine Fans. Und ich möchte es mir bewusst jetzt zurufen, weil ich zu oft dann das Gefühl habe, ich bin nicht wertvoll, ich bin ein Versager, ich habe meine Charakterschwächen, die mich vielleicht nerven, alle diese Dinge. Aber ich schiebe das alles mal auf die Seite und schaue einfach mal in den Spiegel und sage, das, was ich sehe, ist das Ebenbild Gottes. Du hast mich zum Ebenbild Gottes erschaffen. Und wir sind die Krönung der Schöpfung. Du jubelst über uns, über mein Leben. Und das möchte ich einfach ausrufen über mir. Und alle Blicke, die mir die Menschen zugeworfen haben, alle Kommentare, die ich vielleicht gelesen oder auch interpretiert habe, das, was mich betüpft hat, betroffen hat, alle diese Dinge schiebe ich mal auf die Seite jetzt. Wirklich. Und ich komme mal in die Grundposition von gewollt zu sein, geliebt zu sein, befähigt geworden von diesem Gott im Himmel. Das ist eine, es ist schon so, dass in Beziehungskonflikten wird oft ein bisschen übel, weil ja, manchmal sagt man ein Wort, vielleicht das Gegenüber bewusst oder unbewusst, oder eine Tat, die mega verletzend ist, aber manchmal ist es nicht mal das Gegenüber, sondern wir interpretieren auch Dinge. Man hört ja mit den Ohren, die man hat, und das ist auch ein anderer Challenge. Aber für mich ist immer wieder, weil ich habe auch Situationen, wo ich in Konflikte bin, und manchmal bin ich der Auslöser, aber manchmal kann ich gar nichts dafür. Und mir hilft es immer wieder zu sagen, hey Leo, ich habe einen Fan, das ist der Gott im Himmel, und der sieht mich mit dieser Brille. So, wir haben wenn ich jetzt darüber schaue, wir haben ganz verschiedene Leute, die sagen, Deborah haben wir hier, genau, mega cool. Jemand von England ist dabei, von Deutschland sind dabei, Deborah Boulder dabei. Mega, mega cool. Susanna, lass uns für das zweite beten. Also das ist auch mal so einfach eine simple Grafik. Ich meine, es gibt auch ganz andere Grafiken, um das zu erklären. Ich sage jetzt nicht, das ist die beste, aber ich finde sie cool. Und es hat mir geholfen, hilft mir zu wissen, da haben wir schon mal ein Grundproblem. Und wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, ist es so, wir möchten nicht alleine sein. Und dann haben wir einen Partner und merken, okay, ist auch nicht einfach. Also in anderen Worten, wir haben anyhow immer einen Challenge. Ja, und es gibt, wenn es um Beziehungskonflikte geht, zwei einfache Fragen, die wir uns stellen können, die du dir stellen kannst. Und das eine ist eine logische Frage, mit wem steht man denn im Beziehungskonflikt? Also ist es dein Ehepartner, ist es deine Mutter, sind es deine Kinder, sind es deine Arbeitskollegen? Mit wem stehst du, der du jetzt zuhörst, die du jetzt zuhörst, mit wem stehst du im Beziehungskonflikt? Und die zweite Frage ist, was ist in eurer Beziehung verloren gegangen, was am Anfang vorhanden war oder was eben die Beziehung ausgemacht hat? Warum? Ist es jetzt anders und was, also nein, nicht warum, aber was genau ist jetzt anders? Das sind so zwei Fragen, um so ein bisschen auch dir diese Beziehungskrise jetzt vor Augen zu führen. Genau, was ich mega wichtig finde, ich möchte jetzt auch für das wieder beten, ich möchte den Heiligen Geist bewusst einladen, weil du, wenn du die Liste machst, dann kannst du Namen aufschreiben, wo du vielleicht im Konflikt drin bist, Challenge drin bist. Du kennst die Namen, da müssen wir gar nicht so lange das ausholen. Aber ich möchte jetzt den Heiligen Geist einfach bitten für Ideen, für kreative Ideen, weil ich sage immer wieder, der Heilige Geist, der kann uns überraschen. Manchmal ist so ein logischer Gedanke, du denkst, okay, auf das wäre ich ja vielleicht auch gekommen, aber man kommt nicht, wenn man die Augen zuschließt und sagt, Heiliger Geist, hier bin ich, ich habe meine Challenges, ich habe meine Krisen, gib mir einen Schlüssel, gib mir eine Grundidee. Und das ist eigentlich im Prinzip, das kannst du für alles anwenden. Wo fahren wir in den Urlaub hin? Was könnte man übernehmen, unternehmen am Sabbat? Was könnte ich heute Abend kochen? Und ich finde einfach der Moment, wo man den Heiligen Geist einlädt, als die größte Inspirationsquelle, die es überhaupt gibt, dann wird plötzlich eine Beziehung, kann Dinge geschehen, dass man nicht auf dem Radar gehabt hätte. Auch für uns ist das auch so, diesen Sommer. Der Sommer sieht ja alles anders aus. Wir hatten unsere Reisen und alles gebucht und geplant und ja, das ist alles weg. Und dann sind wir aber nicht die Familie, die sagt, ja, jetzt sind wir zu Hause und Balkonesien und so. Ja, wenn wir vom Balkon sind, kann man auch aus dem Balkon was machen. Balkon ist ja nicht einfach nur gleich Balkon.
Und ich finde es mega spannend. Ich war dann am Morgen früh, bin ich im Sessel gesessen, habe gesagt, Heiliger Geist, hier bin ich. Was könnte man unternehmen im Sommerurlaub? Und da kam mir eine Gedanken. Und der kostet gar nichts. Der ist kostenfinanzfrei. Und ich war überrascht, weil es war ein Gedanken, den hatte ich mal vor 10 Jahren geplant gehabt und es hat nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Und plötzlich hat mich der Heilige Geist an das erinnert. Und ich habe gedacht, logisch, ich hätte auch mein Buch nach vorne holen können, wo ich alle Ideen reingeschrieben habe. Aber mir kam nicht mal in den Sinn, dass ich das Buch nach vorne holen kann. Und das ist the power of the Holy Spirit. Und für das würde ich sehr, sehr gerne beten. Oder ja, willst du beten für das? Du kannst gerne beten, weil das ist dein Gebet, das ist deine Spezialität. Und es ist jetzt egal, ob es jetzt gerade um Beziehungen geht, ja, oder ob es eben um sonst irgendeine Inspiration geht. Und der Heilige Geist, der spricht, und das ist dein Gebet. Da, wo wir jetzt vielleicht unsere Beziehungskrisen aufgeschrieben haben, uns überlegt haben, welche Person betrifft es, was war anders am Anfang, was war, weder was jetzt ist, oder auch überhaupt keine Beziehungskrise hast, das ist das Gebet, wo du einfach dein Herz jetzt öffnen kannst, dass der Heilige Geist spricht. Also kannst deine Augen schließen, wenn du willst, musst nichts, weil anyhow, es ist da kein Problem, du bist ja irgendwo am Computer alleine, aber ich finde es immer, wenn ich meine Augen schließe, dann lenke ich mich nicht ab und sage, Heiliger Geist, hier bin ich, du kennst meine Beziehungen, du kennst meine Herausforderungen, die ich drin, wo ich drin stecke. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt einfach ein, weil du bist die größte Inspirationsquelle, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Es gibt keine größere Innovation. Es gibt niemanden, der das Herz des Vatergottes so gut kennt als du, Heiliger Geist. Und darum möchte ich dich jetzt einfach einladen, Heiliger Geist, dass du kommst und mir vielleicht einen Gedanken oder eine Idee präsentierst, wie ich vielleicht die Beziehung, die wie verhockt ist, die sich nicht mehr bewegt auf alle Seiten, kannst du mir einen Gedanken geben und etwas, was unlösbar erscheint, kann gelöst werden. Und einfach, halt einfach deine Augen so ein paar Sekunden einfach zu und höre einfach auf ihn. Und es kann jetzt wirklich sein, dass der Heilige Geist dir jetzt sagt, vergib. Und du sagst, ja, das ist nicht fair. Ich glaube, es gibt Menschen, du sagst, es ist nicht fair. Es ist nie fair. Es war auch nicht fair, dass Jesus den Himmel verlassen musste. Verstehst du? Wenn Jesus gesagt, fair bedeutet, ich bleibe in der Schönheit vom Himmel. Der hat ja die perfekte Gemeinschaft vom Himmel verlassen. Das ist nicht fair. Und Jesus kam auf diese Erde. Und es war nicht fair, dass seine besten Freunde ihn verraten hatte. Am Kreuz haben sie ihn verlassen. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass Menschen gespottet haben über Jesus. Steig doch runter von diesem Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass sie um das Gewand gewürfelt hatten. Ist nicht fair. Es ist nicht fair, dass der Verbrecher nebendran gespottet hatte. Nicht fair. Es ist nicht fair, dass sogar Gott sich abgewandt hatte vor Jesus. Dem Moment, weil Gott konnte diesen Anblick nicht mehr betrachten, ist nicht fair. Und ich könnte jetzt weitergehen, on, weil es ist nie fair. Das ist nicht das Thema. Aber Vergebung bedeutet ja mehr, dass du frei wirst, dass du das Bittere, dass die Ungerechtigkeit, die du erlebt hast im Leben, einfach auf die Seite schieben kannst. Weil verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Dann gehören wir zu den Menschen, wir verletzen wieder. Wir geben das wieder weiter. Wir vertrauen nicht mehr. Wir geben nicht mehr unser Herz hinein. Und darum, ich habe für diesen Gedanken angehabt, wie ich jetzt gebetet habe. Ich weiß, es ist kein neuer Gedanken. Aber es gibt es Menschen, du hast das Wort, es ist nicht fair. Und ich möchte dir wirklich sagen, es ist nicht fair. Vergebung ist nicht fair. Vergebung bedeutet nicht, du hast es verdient, sondern du vergibst wegen dir. Und das meinte die Bibel, wenn wir Menschen nicht vergeben, haben wir ein Problem. Es macht uns krank, es raubt uns die Freude, die Energie, den Glauben, den Drive mit diesem Gott im Himmel. Und darum, wenn du das Gefühl hast, es ist nicht fair, dann schlüpf mal in die Schuhe von Jesus für ein paar Augenblicken und denk mal darüber nach, wie viele Momente es gab, wo es einfach nicht fair ist und war. Und ich sehe einfach,
wie du das Unfaire in der Hand hast und heute die Chance hast, das in die Hände von Jesus zu geben. Yes. Du musst das nicht alleine lösen, du musst es nicht alleine mit dir rumtragen, sondern Jesus steht da und bietet dir an, dass er das Unfaire nimmt und du darfst es ihm einfach in die Hände geben. Das kann schwierig sein, weil du denkst, ja, dann wird sowieso nie was draus, dann komme ich sowieso nie zu meinem Recht. Aber vielleicht ist es heute ein Schritt, wo du einfach sagst, okay, Gott, schlimmer kann es nicht werden. Ich versuche es mit dir, ich vertraue dir und du gibst es ihm. Mir ist auch ein Gedanke gekommen, und zwar vor vielen Jahren hat mich jemand mega verletzt. Und ich habe nicht gewusst zum ersten Mal, wie kann ich vergeben. Also vergeben wollte ich ja schon. Das, alle wissen, wir wollen vergeben, aber die Seele macht nicht mit. Verstehst du? Du vergibst und die Bitterkeit ist immer noch da. Und ich brachte diese Wut in mir, diesen Zorn, diesen... Der Name fiel und ich hätte ihn in 1000 Stücke zerreißen können, nicht wollen, sondern... Das war, verstehst du? Ich habe ihm schon vergeben. Aber ich habe gemerkt, in meinem Herzen, ich bringe das nicht los. Und das ist eine Challenge. Dass du sagst, ja, ich habe jetzt meinen Mann, meine Frau, ich habe vergeben, aber es klebt immer an dir. Und dann habe ich was gemacht und das war spooky. Und so, eine Person hat zu mir gesagt, nimm ein Kissen und stell dir die Person vor, die dich verletzt hat. Und das ist die Person und das Kissen. Und dann schlag rein. Hau rein. Dann habe ich wirklich so 10 Minuten da reingehämmert in das Kissen, das symbolisch die Person war. Und habe ihm alle Wörter gesagt, die in mir drin sind. Also das, verstehst du, alle Wörter, wie sie sind. Also nicht fromm, sondern einfach so ist das. Das ist nicht ein Ort, wo alles korrekt sein muss, sondern ich habe meine ganze Seele, meinen ganzen Wut, meinen ganzen Zorn, habe ich ausgesprochen. Und habe reingeschlagen wie verrückt. Und was dann geschehen ist, nach 10 Minuten habe ich gemerkt, es ist draußen. Ich habe es irgendwie sagen können, verstehst du? Also die Person war ja nicht da, war ja das Kissen. Und dann habe ich das Kissen genommen und habe es weggeworfen. Weil es ist ja nur ein Kissen. Es war das auch nicht so wertvoll, verstehst du? Und das war für mich ein Weg, wo ich effektiv dieser Person vergeben konnte. Ganz, ganz einfach. Und wenn du einfach merkst, du gehörst zu den Menschen, du vergibst immer wieder, aber es klebt immer noch in dir drin, dann muss man vielleicht mal einen anderen Weg einschalten oder einschlagen, um das zu machen in dem Sinn. Ja, Vergebung ist effektiv eines der zentralen Dinge in einer Beziehung generell und auch in einem Beziehungskonflikt. Und du, Leo, du hast ja am Sonntag 6 Schritte durchgenommen, wie man in Beziehungskonflikten eine Lösung finden kann oder was eben wichtig ist oder was so Tipps sind in Beziehungskonflikten. Und die würde ich eigentlich jetzt gerne durchgehen, weil das sind so ganz praktische Dinge. Cool. Super. Und der erste Schritt, den hast du gebracht am Sonntag, starte mit dem, wofür du der Person dankbar bist und was du an ihr wertschätzt. Und das ist ja auch einfach etwas, was man schon oft gehört hat, aber ausgerechnet, wenn man in Konflikt ist mit einer Person, einfach mal wieder aufschreiben, wofür man dankbar ist. Das richtet einfach den Blick auf von etwas Negativem auf etwas Positivem. Also Adam und Eva, ein super Beispiel, nicht für einen Konflikt, aber für wo sie den Blick hingerichtet haben. Der Teufel hat gesagt, oder die Schlange hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Die ganze Bandbreite war offen. Dann hat Eva gesagt, nein, von diesem Baum nicht. Und von dem Moment an war alles nur auf das eine, auf das eine, dass sie nicht dürfen, gerichtet. Und genauso geht es mit Dankbarkeit, dass man einfach aufschreibt, wofür man dankbar ist. Und ich habe einen Vers gefunden im Psalm 50, Vers 23, wo das ist eine Verheißung, mit drinnen, wenn wir Gott danken. Da heißt es, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer. Und manchmal ist es eine Überwindung, etwas Gutes zu finden, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe.
Und dieser Vers, gerade im Zusammenhang mit Beziehungskonflikt, fand ich sehr spannend. Ja. Gott Danke sagen für was man Gutes hat am Partner. Das ebnet einen Weg, wo er nachher kommt und Rettung bringt. Und jetzt gibt es noch eine klitzekleine Ergänzung zu dem. Das ist auch zum Beispiel Ehre Vater und Mutter. Möchte das ist auch in das gleiche Thema reinwerfen und sagen, Leute, ja, wie kann ich denn meine Eltern ehren, weil sie sind ja nicht da kommen alle diese Dinge, die sie vielleicht wirklich nicht richtig machen. Aber das Umgekehrte ist ja auch, die Person, die das sagt, macht auch nicht alles richtig. Und das ist so ein bisschen in unserer Kultur im Westen so, ja, ich kann nur ehren, wenn sie eben gut und vorbildlich und perfekt sind. Während du dann nach Asien, nach Afrika gehst, merkst du, das hat nichts zu tun mit deiner Leistung, mit deiner Performance, sondern einfach mit dem Fakt alleine, du bist Eltern. Und das genügt schon bereits, um zu ehren. Und ich möchte einfach den Gedanken noch reingeben, weil manchmal fällt es uns mega schwer, bei den Menschen eben die guten Dinge zu sehen, weil wir immer so eine Liste haben, wo wir enttäuscht sind, was die Person bringen müssten. Aber alleine den Fakt, dass es die Person gibt, ist schon ein Dankwert, weil der Schöpfer Gott hat die Person gemacht. Also wenn du nichts findest an der Person, um Danke mehr zu sagen, von deinem Mann, sagst, es gibt nichts mehr, dann sag alleine Gott Danke, dass Gott ihn oder sie erschaffen hat. Also Gott ist der krasse Schöpfer. Der hat sich was überlegt und Gott jubelt jeden Tag, wenn er auch über die Menschen nachdenkt, wo wir vielleicht Schwierigkeiten haben. Also Dank beginnt eben, oder Wertschätzung beginnt mit dem Grundeinstellung. Das sind Geschöpfe Gottes. Jeder Mensch ist wertvoll. Es gibt keinen Menschen, wo man sagen kann, das ist ein Vollpfosten, das ist ein Idiot. Das mag deine Perspektive sein. Gott denkt nicht so, weil jeder Mensch ist eine Kreatur, Schöpfung Gottes und Gott ehrt das. Und lass uns ganz für das jetzt einfach Danke sagen. Du hast ja auch diese Namen und du kannst ja zu Hause, wo du immer bist, jetzt einfach Danke sagen. Für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Freunde, Freundinnen, für deine Kollegen, Kolleginnen, für deine Nachbarn, für deine Small Group, für deine Leaders, für den Chef, Arbeitskollegen, für die Regierung, für den Pastor, you name it. It's never ending. Willst du beten für das, Susanne? Ja. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für die Menschen in meinem Leben. Ich möchte dir Danke sagen, dass sie mich besser machen. Ich möchte dir Danke sagen für die schönen Momente, wo wir einfach lachen konnten, wo wir ausgelassen sein konnten, wo wir es gut hatten. Wo wir schöne Erlebnisse hatten und ich möchte dir auch Danke sagen, dass dir die Momente, die herausfordernd waren, die schwierig waren, auch die sind dir nicht verborgen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du kommst und einfach in unsere Beziehung kommst und dass wir da nicht alleine sind. Vielen, vielen Dank. Jesus. Und ich danke dir auch ganz speziell für Leo in meinem Leben. Mhm. Ich danke dir, dass ich ihn kennenlernen konnte und einfach für die fast 30 Jahre, wo wir miteinander unterwegs sein konnten. Amen. Das zweite Gedanke ist einfach mit Beginn mit Dank, das ist Worship, das öffnet schon in einer Krise schon mal viele, viele neue Dimensionen, weil plötzlich ist aus einem kleinen Mücklein wird ein Monsterelefant und angefangen hat das so klein und das muss man wieder zurück schrumpfen, sagt man. Zweitens, entschuldige dich für das, was du mit deinen Taten, Handeln oder auch mit Worten jemand verletzt hat. Ey, gibt es nicht, habe ich nicht. Ich habe niemanden verletzt. Ich habe nichts falsch gemacht. Ja, ich wollte gerade, ja, es ist genauso, hört sich das immer an, wenn man mit Freunden unterwegs sind und, und die jammern dann den ganzen Abend, was die Frau oder der Mann, die Kinder, ich denke immer, interessant. Darum haben wir zwei Ohren. Ein Ohr gehört der Person und das andere Ohr ist der andere Person und irgendwo liegt dann die Mitte. Aber das Schwierigste, frage mich nicht warum, ist immer wieder zu sagen, es tut mir leid. Yeah. I'm sorry, es tut mir leid, vergib mir, bedeutet ja gar nicht. Und dann rechtfertigt man sich immer, ja, es tut mir leid, aber weißt du, du musst wissen, ich hatte das und das. Man darf sich nicht rechtfertigen. Ich muss wissen, warum ich so reagiert habe. Das ist für mich schon wichtig, weil ich muss ja wissen, damit es nicht nochmals passiert. Aber oft sagst du, es tut mir leid, ja, aber weißt du, ich hatte streng und da war Corona und dann da. Und dann macht man die Entschuldigung wieder zunichte. Einfach, man muss stehen lassen, Punkt Zero.
Und du musst dich auch nicht für etwas entschuldigen, was dir nicht leid tut. Es gibt ja auch Dinge, die hast du gemacht mit voller Überzeugung und das tut dir schlichtweg nicht leid. Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Aber es gibt ja auch Dinge, wo du wirklich merkst, ja, stimmt. Also meine Tonwahl, die war jetzt nicht gut. Genau. Oder man sagt zum Beispiel, wenn in einer Freundschaft, du hast jetzt 100% und dein Anteil ist jetzt nur 4%, ist es 4%. Für diese 4% bist du schuldig. Weil die Bibel sagt, Sünde ist Sünde. Ist auch interessant, Schuld ist Schuld. Und wir reden immer, ja, aber es kommt 80% kommt von ihr und ich bin, ja, beides im gleichen Boot. Und wenn jeder beharrt auf seinen Prozenten oder wie viel schuldig ist, kommt man nicht weiter. Und ich glaube, man kann eine Kultur eben dann auch entwickeln, wenn jemand sagt, es tut mir leid, der vielleicht nur 4% schuldig ist, öffnest du die Türe, dass auch oft das Gegenüber sagt, es tut mir leid. Und wenn die Person das nicht sagt, immerhin, du hast gesagt, und das, ja, genau. Das zeigt was von deinem Charakter, von den Früchten, die der Heilige Geist in dich hineingelegt hat. Also, Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach beten für den Mut, für die Kraft. Es braucht wirklich Mut, weil man muss ja einen Termin haben, man muss vielleicht anrufen, man muss vielleicht einen Textmessage schreiben, können wir reden. Ich bitte dich für diesen Mut und ich weiß, es ist nicht so einfach, weil es braucht einen Schritt und es ist so diese Zone, wo man drin ist, wo es sich nicht so cool anfühlt. Aber ich bete für diesen Mut und ich bete auch für Beharrlichkeit und ich bete, dass diese einfachen Wörter, die so wie blockiert sind in unseren Lippen, rauskommen. Es tut mir leid. Dass du das aussprechen kannst und ich bete, dass der Heilige Geist dir hilft, das zu machen und du das erleben wirst, dass du stärker aus dem rauskommst, als du hineingegangen bist. Und ich bete, weil der Teufel hat nicht das Anrecht, dass Dinge verhockt bleiben, er hat nicht das Anrecht, dass du deine Mutter, deinen Vater, deine Verwandten nicht mehr siehst, wegen einer einzigen Situation. Ich löse das im Namen von Jesus Christus. Das hat nicht die Autorität, dein Leben zu bestimmen, nur weil man nicht mit der Kraft Gottes sagen kann, I'm sorry. Und ich sprich das aus. In deinem Leben, ich sprich es aus, auch in meinem Leben, auch in deinem Leben, Susanne. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, einen Geist der Kraft, der Liebe, der Selbstdisziplin. Und dieser Geist der Liebe bedeutet eben, dass wir nicht zu stolz sind, zu sagen, hey, ich bin demütig, ich habe den Mut, zum Fehler zu stehen, weil ich weiß, die Gnade Gottes ist in meinem Leben ausgegossen. I need the grace. Aber andere Menschen brauchen genauso die Gnade Gottes. Ja, also das Erste ist Dankbarkeit. Das Zweite ist, sich zu entschuldigen für das, was mein Part ist. Und das Dritte ist, dass wir jetzt erzählen, was du von der bestimmten Situation, die dich verletzt hast, gefühlt hast. Und am besten natürlich mit einem konkreten Beispiel. Also, weil das kann man sich dann immer besser vorstellen. Also konkret sagen, hey, weißt du was, da, so, dann. Ja, ich bin jetzt gerade im Nachdenken, weil das ist jetzt, hört sich mega einfach an. Ich möchte einfach sagen, es ist eben nicht so einfach. Wenn das so einfach wäre, wäre Beziehungen easy. Und du hast es eben jetzt ganz, ganz schön gesagt, dass man wirklich einfach das erklärt, die Situation, wie du es empfunden hast. Genau. Das heißt ja nicht, ich sage immer, dass es so ist. Nein, das ist jetzt ja wichtig. Sag doch einfach, dass so sehe ich das. Ja. Das ist meine Perspektive. Dann sagst du schon vom Anfang nicht schon, ich bin richtig und du bist total falsch. Weil man kann Dinge manchmal total verschieden sehen und alle haben recht. Wir hatten heute Morgen so ein Meeting, ging es um den Online-Conference und dann habe ich gesagt, ja, man kann so machen, das ist richtig, man kann aber das Gegenteil machen, das ist auch richtig. Beides ist richtig. Ja, und jeder plant dann gemäß von seinen Ideen oder Vorstellungen und gesagt, ja, lass uns das so machen. Und wenn man dann merkt, das war gut, Halleluja, wenn man merkt, es ist nicht gut, machen wir es nächstes Jahr so. Weil wenn man etwas öfters macht, hat man ja auch die Chance, Dinge zu entwickeln. Aber ich finde die Einstellung mega wichtig, dass man immer von meiner Sicht ausgeht, wie ich es erlebt habe in dem Sinn. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wenn man das Gespräch dann auch führt,
dass du eine konkrete Situation erklärst. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, man kann eine Kultur entwickeln. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wir haben nicht über unsere Gefühle gesprochen, ich bin mit vielen krassen Sachen in das Leben gestartet, ich bin meinen Eltern mega viel dankbar. Für die eine Sache, wir haben nicht darüber gesprochen, jeder hat so seine eigene Welt gelebt und so, aber ich musste lernen, Susanne, du weißt es, über meine Gefühle zu sprechen, ich musste lernen, Situationen zu beschreiben, wie ich das empfunden habe. Ohne zu sagen, na, macht keinen Sinn, du hörst eh nicht zu. Und wir haben die Kultur entwickelt. Jetzt kommt das Wort entwickelt. Man kann eine Vergebungskultur entwickeln. Man kann eine Kommunikationskultur entwickeln. Logisch, wenn das Gegenüber das nicht will, ist es schwierig, aber du kannst für deinen Teil kannst du etwas unternehmen. Und ich möchte dich einfach motivieren, nicht eine Ausrede zu brauchen, ich bin halt anders, bin halt so aufgewachsen. Ja, ist so. Aber ich kann mich mit der Hilfe von diesem Gott im Himmel entwickeln und du kannst auch dem Gespräch sagen, hey, ich bin nicht so begabt, das so zu beschreiben, mach das nicht immer. Du kannst es ja einfach ganz, ganz ehrlich auch sagen, verstehst du, man muss kein Profi sein. Und das ist das, was ich einfach auch einfach den Leuten, auch mir, immer den Mut sagen, solange man eben ehrlich ist und auch authentisch ist und Menschen auch mitnimmt, dass du es zum ersten Mal gemacht hast und hast dein Bestes gegeben, verurteilt dich niemand. Sind ja alle im gleichen Boot. Aber manchmal muss man da den Druck wegnehmen. Auch in der Wortwahl. Es gelingt dir nicht immer. Und nicht immer kannst du ja mit der Person direkt darüber sprechen, weil vielleicht die Situation ist schon zu verhakt oder ihr seht euch nicht oder was auch immer. Ja. Und trotzdem sind ja die Gefühle da. Was ich dann mache, ist, ich bespreche meine Gefühle mit Gott. Und er hört mir immer zu. Ich kann ihm sagen, hey, wie hat sich das angefühlt? Und das nimmt oft so viel Druck schon weg, wenn ich es mit Gott bespreche, bevor ich es mit der Person bespreche, wo ich Krise habe, dass ich es nachher gar nicht mehr besprechen muss, weil ich merke, warum es mich so getroffen hat. Und dass es sehr stark mit mir zu tun hat und noch nicht mal mit der anderen Person. Ich muss nicht beschönigen, dass es mir negative Gefühle ausgelöst hat, aber ich kann das mit Gott anschauen und sagen, lieber Gott, schau mal, diese Situation hat mich so verletzt. Es hat mich so geärgert, dass die Person jetzt mehr bevorzugt wurde als ich. Es hat mich so geärgert, dass die Person Komplimente bekommen hat und ich nicht. Yes. Lieber Gott, hier bin ich mit meinem ganzen Gefühlsstau. Und es hat mir wehgetan, es hat mir sau wehgetan, dass ich zu kurz gekommen bin. Es hat mir sau wehgetan, dass ich nicht beachtet wurde. Es hat mir sau wehgetan, dass ich so viel gegeben habe und nichts zurückgekommen ist. Und du kannst einfach da jetzt deine Worte noch einfügen. Ja. Schildere Gott deine Gefühle, schildere Gott jetzt mit deinen Worten, wie du das erlebst, was es auslöst an Gefühlen. Das ist der beste Ort, das sicherste Ort, anyhow, ist immer wieder, sagen wir immer wieder bei diesem Gott im Himmel, der ist total nicht genervt und er hat auch total nicht die Übersicht und Kontrolle verloren. Das ist unmöglich. Hey, lass uns sagen, Gott hat noch immer unser Leben fest in seinen Händen. Wir sind nicht einfach wie ein Blatt im Wind irgendwo, sondern wir sind wie ein Anker gesetzt und gehalten von diesem Gott im Himmel. Geankert. Darum spricht es aus, deine Gefühle und deine Situation. Also während du das machst im Gebet, was geschieht? Es ist verbunden mit Emotionen. Es ist verbunden mit Emotionen. Es kann sein, dass hier Tränen runterlaufen. Es kann sein, dass die Situation dir so weh tut, dass du denkst, ich hätte lieber das nicht nach vorne geholt. Und da gibt es auch einen wichtigen Satz, dass du weißt, eine Wunde zu heilen tut oft mehr weh als die Wunde, die passiert ist. Weil wenn es passiert, steht man unter Schock, aber wenn du zum Arzt gehst und er nimmt den Dreck aus der Wunde, ist das schmerzhafter als die Wunde, die geschehen ist. Und diesen Prozess muss man
aushalten und durchhalten. Das wird, viele Leute sagen dann, ja, wir gingen dann in die E-Therapie, aber es wurde schlimmer. Dann sage ich, ja, logisch, es wird schlimmer. Das ist, weil du hast die Wunde wieder aufgemacht. Die war schon immer da. Und dann haben die meisten halten diesen Prozess nicht aus. Die wollen E-Therapie, ein Gebet, bumm, erledigt. Kann Gott machen, aber Gott ist mehr interessiert in unserem Charakter. Und darum, wenn es weh tut und du denkst, wieso habe ich jetzt mich auf das eingelassen, das ist normal, es ist völlig normal. Und es kann auch sogar eine Woche, einen Monat, ein halbes Jahr so gehen. Und irgendwann, kann ich dir sagen, wird die Wunde zuheilen und du wirst noch vielleicht die Narben sehen, aber du wirst es nicht mehr spüren. Wie Menschen, die geschieden sind, die haben eine Narbe, aber es tut nicht mehr weh. Und das ist der ganze Sinn der Heilung. Susanne, der vierte Gedanke, das schon gebracht, dass man von der Ich-Perspektive, sprich immer von der Ich-Perspektive, wie ich es sehe. Und wie ich es gefühlt habe, das ist wichtig. Ja. Und von deinen Erwartungen. Man muss Erwartungen aussprechen. Und jetzt haben mega viele Leute gefragt, du hast gesagt, man darf keine Erwartungen haben. Doch, 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 man darf Erwartungen haben. Und auch die Erwartungen deponieren. Das ist mega wichtig, weil ich finde, es gibt mir nichts Schlimmes, als wenn du nie sagst, was du dir wünschst oder vorstellst und dann kocht die Frau immer eine Suppe und sie denkt, du hast gerne die Suppe und der Mann denkt, wieso kocht immer Suppe, sag mir das. Und er hätte gerne Reis und die Frau hätte auch gerne Reis, aber man hat nie darüber gesprochen. Du kennst den Klassiker. Erwartungen aussprechen bedeutet, das sind meine Wünsche, meine Vorstellungen und ich deponiere Susanne. Mach mal deine Hände auf. Ich deponiere es dir. Und dann lasse ich los. Ja. Und dann vertraue ich beim Gegenüber, dass du weißt, was von dem du umsetzen kannst oder willst. Und das Umgekehrte auch wieder. Sie deponiert dann bei mir Dinge. Eine Freundschaft ist nur ein Geben und ein Nehmen. Also auf beide Seiten. Du gibst, sie gibt, ein Hin und Her. Aber nur Nehmen ist keine Freundschaft. Über das müssen wir gar nicht sprechen. Beziehungen sind nur... Gesunde Beziehung ist ein Geben und ein Nehmen, aber nicht nur Nehmen oder auch nicht nur Geben. Es gehört beides dazu. Da hast du ja am Sonntag auch so ein super Bild gemacht. Ich habe da noch ein zweites Blatt Papier. Vielleicht kannst du es nochmal aufzeichnen. Das war so einfach, ja. Das war so einfach, aber so eindrücklich mit dem Minus und dem Plus. Also. So. Soll ich es dir halten? Ja, gerne, ja. Also man sagt, eine gesunde Freundschaft ist ein Plus. Und weil Plus, man gibt und gibt. Beide geben, das ist eine Freundschaft. Und manchmal kann es so sein, nur noch du gibst und das Gegenüber nimmt nur noch, weil es enttäuscht ist von den Erwartungen. Es kann sein, dass plötzlich du nur noch nimmst und das Gegenüber gibt. Und dann gibt es aber auch Minus, Minus. Beide nehmen nur noch. Und das ist anyhow, das hat keine Überlebenschance. Und eigentlich ist das, was wir wollen, ist genau das hier oben. Dass du in ein Geben hineinkommst, wo auf beide Seiten ist. Habe ich den Deckel gesucht? Genau. Das ist eine Freundschaft und da wollen wir hin. Darum, ich spreche meine Erwartungen aus, aber das Gegenüber auch. Und ich habe mich entschieden, in einer Freundschaft entschieden, ich diene dem Gegenüber. Sonst kannst du alleine bleiben. Und was mache ich jetzt, wenn ich die Person bin und in der Beziehung die andere das Minus ist? Dann musst du es ansprechen, sagst du nimmst immer nur und das funktioniert für mich nicht so und warum nimmst du nur? Aber das ist auch wieder deine Perspektive. Und wie würde man das jetzt in der Ich-Form sagen? Ich empfinde, dass du nur nimmst, aber nicht mehr investierst. Ich habe das Gefühl. Man könnte auch sagen, ich empfinde, dass ich diejenige bin, die nur gibt. Ja. Und das hat es ja bei uns auch schon gegeben. Ja. Da habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich koche nur, ich bin allein, die alles macht. Und dann hast du mir gesagt, ja, aber ich habe für die Ferien geschaut. Und auf einmal habe ich gemerkt, stimmt. Also da hat ein Perspektivenwechsel stattgefunden. Ist die Perspektive, wenn du es mit deiner Ich-Form machst, ist es nicht verletzend, weil es ist deine Welt und deine Wahrnehmung. Die ist ja, wie sie ist. Also du musst mich auch nicht entschuldigen für die Wahrnehmung. Aber dann gibt es einen Dialog und wenn das Gegenüber effektiv sagt, nein, ich gebe mich nicht mehr hinein, weil ich habe bla 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 bla, ich wurde enttäuscht und bla bla und du machst gar nicht etwas, dann hast du eine Grundlage zu sagen, ja, wie wollen wir da weitergehen? Was ist dann ganz konkret unser Stil in dem Sinn? Ich möchte jetzt einfach auch für das beten, dass du lernst, also es gibt ja die ältere Generation,
dürfen das lernen, Erwartungen auszusprechen. Also wenn ich jetzt meine Eltern anschaue, die haben Potenzial in dem. Und dann bei der jungen Generation merkt man, die können die Erwartungen so hineindroppen, dass sie aber das erwarten. Und die sind in einem anderen Extrem angekommen, wo auch nicht mehr gesund ist, weil wenn du das erwartest und das Gegenüber macht es nicht, dann ist es Manipulation. Und das ist auch nicht das Gleiche. Also lieber Gott, ich möchte dir Danke sagen für jede Freundschaft, die du uns anvertraut hast. Wir sind gesegnet mit Menschen, die unser Leben mega bereichern. Menschen, die unseren Glauben beflügeln, Menschen, die uns wirklich besser machen, Menschen, die das Maximum aus uns rausholen, Menschen, die einfach wie unser Leben schmücken und einfach schöner machen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, meine Wahrnehmung ernst zu nehmen, dass du mir hilfst, meine Gefühle auch ausdrücken zu können. Hey, das ist auch etwas, man kann es lernen. Aber man kann auch Gott darum fragen, dass er uns hilft. Verstehst du es? Ich frage Gott bei allem. Bei allem hilf mir. Und Gott gibt denen, die ihn fragen, die ihn nicht fragen, sagt Gott, ich hätte gegeben darum. Ich bete einfach auch für das, für dein Leben, für mein Leben, dass ich lernen kann, meine Welt, meine Wahrnehmung ernst zu nehmen. Aber auch nicht so krasses Gefühl habe, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen. Das ist immer meine Wahrnehmung. Und ich segne dich einfach mit dem Prozess, den Gott mit uns unterwegs ist. Du bist nie alleine. Amen. Amen. Susanne, der fünfte Gedanke ist die Perspektive wechseln. Genau. Wir brauchen eine göttliche Perspektive über die Person. Prophetie bedeutet, dass ich die Sichtweise Gottes über der Person sehe. Also wie sieht Gott die Person? Nicht wie wünschte ich die Person geformt zu haben, sondern wie ist die Sicht Gottes über dein Gegenüber? Gott hat für jeden Menschen einen Plan. Gott hat für jeden Menschen eine Vision. Gott hat für jeden Mensch Zwecke, einen Purpose hineingelegt. Jeden Mensch. Und ich finde eben Prophetie zu beten, Gott, gib mir deinen Blick, gib mir deine Perspektive. Hey, ändert nicht ein bisschen, ändert fast alles, weil ich plötzlich merke, aha, ich habe das Gegenüber angeschaut mit meinen sündigen oder menschlichen Augen. Oder verletzten Augen. Gott hat diese Filter nicht. Gott hat keinen verletzten Filter. Gott hat nicht einen sündigen Filter, sondern Gott schaut uns Menschen an als eine Grundschöpfung und sagt, wow, ich habe es so erschaffen. Und ich möchte jetzt auch nochmals für das beten, für ein paar Augenblicke einfach, dass der Heilige Geist mir eine himmlische, prophetische Sichtweise gibt über die Menschen, wo du jetzt in deinem Leben drin bist. Heiliger Geist, hier bin ich. Du hast Augen wie Feuerflammen, heißt das in dem Buch der Offenbarung. Du durchleuchtest, du durchforscht, du beleuchtest und erleuchtest. Schenk du mir die himmlische Perspektive über meine Frau, über meinen Mann, über meine Kids. Wie siehst du Jesus, meinen Mann? Was ist die göttliche, himmlische Perspektive? Und während du hörst, da kommen Gedanken, Sätze, die sind losgelöst von Performance, das sind losgelöst von deinen Wünschen. Plötzlich siehst du ein Bild, einen Satz, ein Gefühl, eine Illustration, was Gott mit der Person vorhat, wo Gott die Person hinführt. Was dann geschieht, ist, dass ich plötzlich über die Person auch anders denke. Ich spreche auch zu der Person anders.
Ich prophezeie, das heißt, ich spreche die Wörter aus und die Sätze aus und die Gedanken aus, die die Person in diese Richtung hineinführt. Nicht nur du bist gut, du bist fantastisch, du kannst das. Das ist schön, aber es ist konkreter. Du plötzlich bei deinem Mann siehst, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der betet, der die Stimme von Gott hört, vielleicht ist manchmal nervt, dass er alles so geistlich bewertet. Weil du denkst, es ist zu extrem. Nein, er hat eine Begabung. In dem ihn drin gibt es so geistliche Nuggets, die andere nicht haben. Und dich nervt es vielleicht manchmal. Aber das ist eine Begabung Gottes, die er hineingelegt hat. Oder du hast eine wunderschöne Stimme und du merkst, es ist mehr als eine Stimme, die Gott gegeben hat. Du wirst mit deiner Stimme, wenn du singst, heilst du Menschen zum Beispiel. Es gibt Menschen, die singen und ihre Stimme heilt Menschen. Es gibt verschiedene Stimmen, es gibt verschiedene Gesangsarten, verstehst du? Es gibt Menschen, die auf der Bühne und bevor sie was gemacht haben, kommt eine Freude. Das ist verschiedene Begabung. Plötzlich merkst du die Begabungen Gottes, die Sichtweise Gottes. Das ändert was, wie ich meine Kinder anschaue, wie ich sie erziehe, wie ich sie fördere. Darum, ich liebe Prophezie. Das sechste Gedanke, Susanna, du hast noch einen Bibelvers, den du noch lesen kannst. Genau, das sechste ist, wenn du natürlich jetzt mit der Person, mit der du im Konflikt warst oder bist, wenn du mit ihr sprechen konntest, gegenüber, dann hilft es manchmal auch, einfach am Schluss gemeinsam zu beten. Das braucht ebenso Mut, aber das Gebet kann auch einfach sein, dass du die Person einlässt, komm, wir nehmen zusammen das Abendmahl, wir kommen zu Jesus, wir nehmen die Vergebung in Anspruch für das, was ich falsch gemacht habe, für das, was du falsch gemacht hast. Komm, wir beten miteinander, wir kommen vor Gott und dass er unsere Herzen einfach nochmal reinigt. Das ist, wenn du den Konflikt wirklich auch ansprechen kannst mit deinem Gegenüber, mit deinem Chef und mit deiner Arbeitskollegin, mit wem auch immer, wo du merkst, hey, da wäre jetzt ein Gebet angebracht. Mhm. Das ist logisch, dass da ja beide offen sein müssen dafür, das geht nicht in jedem Fall, aber wenn du zum Beispiel mit jemandem darüber sprichst und du merkst, mit deinem Chef kannst du jetzt unmöglich beten, dann weißt du für dich, du kannst dieses Gespräch, vielleicht gehst du kurz zur Toilette und du kannst dieses Gespräch nochmal an Gott abgeben und diese Person einfach segnen. Yes, genau. Ich möchte mit dem Gedanken eigentlich schon bald enden. Der ist mir auch jetzt spontan in den Sinn gekommen, was ich oft mache, wenn es eine Megakrise gibt. Und das gibt es einfach im Leben, ja, es gibt es einfach manchmal. Nicht, dass ich das klein oder schön rede. Aber wenn es so verkackt hat auf alle Seiten, dann nimm das Abendmahl zusammen. Das möchte ich, mit dem möchte ich das wie das schließen. Und du hast gesagt, wenn zwei oder drei zusammen sind und in meinem Namen beten, ist Jesus Christus in der Mitte. Und wenn du dann zusammen das Abendmahl einnimmst, hey, das hat eine unglaublich dynamische Kraft, weil du der sichtbaren oder unsichtbaren Welt sagst, Teufel, du hast keine Chance mehr, Keile zu schieben, Sachen zu trennen. Du hast keine Chance mehr, dass ich nicht mehr schlafen kann. Und das Abendmahl hat eine krass heilerische Komponente, die wir oft auch im Leben vergessen. Und wenn man da zusammen das Abendmahl nimmt oder wenn man auch etwas beendet, ich habe auch schon, wenn bei uns Mitarbeiter gehen, ich nehme oft das Abendmahl und sage, hey, look, lass uns mit dem Frieden, es gibt immer gewisse Geschichten, das ist völlig normal, also lass uns das im Kreuz zusammen ablegen, wir nehmen das Abendmahl, wir segnen einander, weil wir wissen, er glaubt an Jesus, sie glaubt an Jesus, ich glaube an Jesus und er glaubt an Jesus. Und das ist eine Dimension, wo ich immer erlebt habe, da kommen Durchbrüche und du merkst, du hast einen Frieden, du kannst der Person in die Augen schauen, du bist glücklich, du bist happy. Abendmahl zusammen zu beten, wenn was geschehen ist, hat eine mega krasse Kraft. Und du merkst, dass in deiner Ehe ist, sag jetzt mal, ist nicht mehr viel Energie und Liebe drin. Mach heute das Abendmahl mit deinem Mann. Bete zusammen, nimm die Hände, nimm das Abendmahl, and I tell you, du wirst verändert heute schlafen gehen. Ich segne dich heute im Namen des Vaters und ich segne dich auch in dieser
Liebe von Jesus Christus, der sein Leben hingegeben hat, an meiner Stelle, für meine Fehler, für meine Sünden, für meine alle Beziehungen, die wirklich einfach nicht gut gelaufen sind. Und ich segne dich auch mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, der Heilige Geist ist ein Schub, das ist eine Dynamik, das ist eine Kraft, das ist wie Wind im Segel, wo dich beschleunigt, nach vorne katapultiert, es ist wie eine Rolltreppe, wo du schneller gehst. Das ist wie so ein sag jetzt mal, wie so ein Katapult nach vorne. Mit dem möchte ich einfach segnen, dass du weißt, du bist nie alleine in deinem Leben unterwegs. Und es ist nicht gut, sorry, dass der Mann und die Frau alleine ist, ist ein Gebot Gottes. Wenn Gott das ausspricht, sagt er, ihr braucht Freundschaften. Und wenn wir dann Freundschaften haben, merken wir oft, ist auch nicht einfach, aber Gott gibt uns die Werkzeuge dazu, gefühlsvoll, respektvoll, gebläst miteinander unterwegs zu sein. Ja, du hast jetzt vorher gesagt, Abendmahl zusammennehmen. Vielleicht ist das ja gar nicht möglich. Vielleicht kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen. Aber dann beginne doch einfach, das Abendmahl alleine zu nehmen und einfach für deine Ehe zu beten. Ich erinnere mich auch an die Geschichte, die du mal erzählt hast, dass eine Ehefrau oder ein Ehemann dann immer vor das Bett, vor die Bettseite von dem entsprechenden Partner sich niedergekniet hat und einfach gebetet. Ja. Er muss gar nicht da sein, aber einfach dafür gebetet. Das sind die Dinge, die mir noch in den Sinn gekommen sind, so zum Abschluss. Hey, vielen Dank, dass ihr mit uns mitgebetet habt. Diese Stunde heute Abend werden wir das gleiche Thema nochmals beten, also wirklich live gehen. Und wir haben noch ein Angebot, Susanne. Das möchte ich dir ganz kurz erklären, für die, die vielleicht in einer Ehe drin sind. Ich kann es einfach kurz vorlesen, Susanne, wir haben im ICF Zürich viele Angebote, vielleicht sagst du, eines oder das andere könnte uns helfen, zum Beispiel E-Coaching haben wir bei uns, wenn du sagst. Genau, es gibt verschiedene Angebote, ich würde jetzt einfach mal die Homepage sagen, das ist icf.ch, das ist ja unsere Homepage, dann /de für die Sprache und dann /ehe und dann findest du alle diese Angebote, du kannst mal da nachgoogeln und dich schlau machen und dich dann einfach melden mit dem Kontaktformular. Hey, und Good News, die machen am Donnerstag auch auf YouTube so ein Marriage-Chat, mega cool und das Thema heißt mein E-Partner nervt so richtig, ne? Was für ein Satz, also als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, also der Satz alleine hat schon in sich, also das sind einfach so Angebote für dich, dass du das ganz ganz einfach auch einklicken kannst, also entweder heute Abend nochmals die gleiche Sendung live oder sonst in einer Woche später werden wir zusammen beten für die Umwelt. Ja, das ist auch ein Gebet für die Umwelt, weil wir sind alle integriert mit Tieren, mit Natur, mit Sommer, Winter, Herbst und was auch immer. Und wir wünschen euch Gottes Segen und wir sagen, mach's gut. Ciao zusammen.